Grüßt euch! Und manche von euch konnten es nicht packen, dass in diesem Monat schon zwei Videos kamen. Ich selber kann es auch nicht ganz verstehen, was da los ist. Schmeckt doch. Und zum Anlass habe ich mir gedacht, dass ich bei Kollegen vorbeischaue, bei Freunden, wo ich wirklich auch gerne die Videos mir reinziehe. Und zwar bei Nico und bei Monte. Und ich muss wirklich sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Auf dem Kanal InScope21 kam nämlich Folgendes. Und bei Monte auf seinem Hauptkanal kam, da kamen halt wirklich die Klassiker, ne? Ich glaube, bei den Jungs ist das unsympathische V-Syndrom von letztem Jahr ausgebrochen. Gute Besserung an der Stelle. Bei Monte könnte es natürlich auch sein, dass bei der Hausdurchsuchung vor kurzem die Polizei das Videomaterial vom Januar mitgenommen hat. Das glaube ich nämlich eher. Da habe ich gar keine Probleme. Ja, und damit haben wir jetzt auch schon meine Freunde abgeklappert und können weitermachen. Leute, es gibt jemanden, der ist sehr zu bemitleiden. Es gibt jemanden, den hat es ziemlich hart erwischt. Sehr hart. Also, schlimmer kann es eigentlich erwischen. Komm her! Oh mein Gott! Ich glaube, dieser Blick sagt mehr als 1000 Worte. Kann man so süß sein? Nee. Er hat mich angeschaut. Er hat sich halt schon seit 20 Jahren einen Hund gewünscht, so gefühlt. Seit er existiert eigentlich. Oder seitdem halt YouTube-Klicks nicht mehr so gut laufen. Und du hast dir auch die Sunny Dux und Marcel Scorpion gewünscht, oder? Ja, wahrscheinlich. Und zu diesem Anlass habe ich mir gedacht, wir müssen dem armen Kerl, diesem armen Hund helfen. Unten in der Beschreibung, der erste Link ist ein Spendenlink für Scoops. Ihr könnt ja einfach vorbeischauen. Rettet den unschuldigen Hund, heißt die ganze Aktion. Ich freue mich über jede Teilnahme. Ich bedanke mich auch schon mal im Voraus und im Namen von Scoops bedanke ich mich im Voraus über jede Teilnahme. Leute, lasst uns diesem Hund helfen. Gemeinsam schaffen wir das. Danke, Mann. Ach ja. Leute, ich bin wirklich Befürworter für YouTuber, die Wissen verbreiten. Ich bin dafür, dass auch zukünftig YouTuber in die Politik einsteigen. Und wenn es da jemanden gibt, der wirklich sehr effizient und intelligent an Sachen rangeht, dann ist es unser Kollege Rezo. Rezo hat ein Video hochgeladen, wo er über Tubau redet. Und jetzt hören wir mal einfach den ersten Satz. Das ist der erste Satz von Rezo. Den hören wir uns jetzt mal an. Okay, dieses Video wird vielleicht für manche wie so ein Kanalzerstörungsvideo wirken, aber das ist hier nicht meine Intention. Also ich habe selten sowas erlebt, dass man einfach in den Titel sowas reinpackt und in der ersten Aussage sich widerspricht. Kommen wir zum Schluss zu einem YouTuber, der circa vor 4 oder 5 Monaten seinen Führerschein bestanden hat und vor 4 oder 5 Monaten dementsprechend sein erstes Auto gekauft hat. So einen krassen Leasingwagen zu holen, weil dann flupp, bist du irgendwo mal in der Kurve, bleibst du irgendwo hängen, schön die Felge für 2000 Euro zerkratzt. Und ich wusste es nicht, wirklich, dass Tanzverbot neben seiner YouTube-Karriere auch noch Wahrsager ist. Also man sieht hier auf jeden Fall, dass hier... Wirklich auch nochmal Applaus für Tanzverbot. Mama! Ich denke, Mercedes freut sich da wirklich sehr. Ich glaube, Tanzverbot wollte ja mal Mitglied so oder wollte mal so die Mercedes-VIP-Miete haben. Ich denke, mit den Aktionen wird es auf jeden Fall was. Einfach abwarten. Mercedes wird sich da höchstwahrscheinlich von alleine melden. Aber noch ganz kurz zum Schluss, das will ich wirklich ernst sagen, gehen wirklich Grüße und Lob an Tanzverbot raus. Der hat gesagt, er kann nicht gut Auto fahren und dementsprechend hat er sich kein Leasing-Auto geholt, weil ich bin mir sicher, würde der Junge, keine Ahnung, auf die 20 Mal McDonalds am Tag verzichten, könnte er sich halt tatsächlich einen sehr guten Mercedes zum Leasing halt leisten. Doppel-Cheeseburger. Dementsprechend ganz gut. Grüße gehen raus. Gute Besserung an dein Auto und an deine Leber. Damit, Leute, soll es auch heute schon gewesen sein. Ich bin sehr gespannt, was in der Zukunft von Monte und Nico noch so kommen wird. Ich denke mal, die Jungs, die ziehen ihren Kalender im Januar weiter durch. Ich werde durchziehen.